Was gab's diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Bei den großen Autoherstellern hat ein Umdenken stattgefunden. Galt früher über Jahrzehnte Masse, 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 immer höhere Produktionszahlen, immer neuere Absatzrekorde, und da haben sich vor allen Dingen die ganz Großen natürlich die Klinke in die Hand gegeben, wie Toyota, wie VW, wie General Motors. So gilt ab jetzt, also spätestens seit Corona, Gewinn, Ertrag vor Absatzzahlen. Und das hat natürlich deutliche Auswirkungen. Grund dafür die Lieferkettenproblematik. Plötzlich gab es kaum noch Chips, die Absatzzahlen, die Produktionszahlen konnten nicht mehr gesteigert werden. Die Chips mussten auf entsprechende Autos verteilt werden, und da wurde das Premium-Segment vor allen Dingen bevorzugt, weil damit natürlich die Margen am höchsten sind. Und das hat dazu geführt, dass es zu immer neuen Margenrekorden kam. Umsatzrenditen mittlerweile von 11 bis über 14% in der Autoindustrie, das war früher praktisch undenkbar. Aber auf der anderen Seite die kleinen Automodelle, die Einstiegsmodelle, die spielen kaum noch eine Rolle, werden benachteiligt. Größter Verlierer übrigens 2021 bei den Absatzzahlen war Audi, und das schon seit einigen Jahren, auch schon vor Corona hat Audi verloren, im Premiumsegment an der Spitze BMW und dann gefolgt von Mercedes. Am deutlichsten führt diese Luxusstrategie mit Mercedes voran seit Ola Källenius. Der hat ja einen radikalen Schwenk befeuert bei Mercedes hin zu Premium, hin zu Luxusklassen, und die Einstiegsmodelle sollen ausgedünnt werden oder überhaupt nicht mehr produziert werden. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch gefährlich. Gerade wenn die Lieferkettenproblematik wieder an Bedeutung verloren hat, wenn die Teile wieder verfügbar sind und die Zeit wird wieder kommen. Im Moment ist bei den Lieferketten eine deutliche Entspannung zu beobachten. Und dann ist die Frage, ob dieser Verzicht auf Masse und damit natürlich einhergehend der Verzicht auf Marktanteile, ob sich der nicht deutlich negativ auswirkt. In China kann man es ablesen, da verlieren die deutschen Autohersteller bereits, weil da eben die Massenfahrzeuge gefragt sind. Und dieser Marktanteilsverlust, der könnte dann ein tatsächliches Problem werden. Auf der anderen Seite, die deutsche Autoindustrie hat sich immer wieder als flexibel erwiesen, und da ist durchaus denkbar, dass die Strategie dann auch wieder deutlich geändert wird. Strategiewechsel sind ja mittlerweile fast an der Tagesordnung bei der schnelllebigen Politik und bei der schnelllebigen wirtschaftlichen Veränderung. Ein neuer CEO und plötzlich kann die Strategie wieder eine ganz andere sein. Was denken Sie? Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Nachdem die großen Immobilienkonzerne jahrelang gefragt wurden, die Aktienkurse sind gestiegen und gestiegen, so sehen wir jetzt eine deutliche Umkehr. Plötzlich fallen die Aktienkurse von Immobilienkonzernen. Grund dafür natürlich die sinkenden Hauspreise, die sinkenden Immobilienpreise, gerade in den großen Städten, wo diese Konzerne stark vertreten sind. Das drückt natürlich auf deren Bewertung, und die Bewertungen einzelner Konzerne sind bereits unter die Buchwerte der bilanzierten Immobilienvermögen gefallen. Das wäre noch vor ein, zwei Jahren undenkbar gewesen. Zum anderen kommt hinzu, dass durch den Zinsanstieg deutlich höhere Kosten zu zahlen sind, und viele Immobilienkonzerne sind ja relativ hoch verschuldet. Auch das drückt natürlich. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile immer mehr Immobilienkonzerne dazu übergehen, Teilbestände zu verkaufen oder zumindest am Markt anzubieten. Das Problem ist, es gibt kaum Nachfrage.
kaum Käufer. Und das wiederum, diese Bestände, die am Markt angeboten werden, drücken nochmals die Immobilienpreise und damit die Bewertungen und die Kurse dieser Konzerne. Der erwerbstätigen Anteil in Deutschland war 2022 auf einem absoluten Rekordniveau seit der Wiedervereinigung. Grund dafür vor allen Dingen die Zuwanderung. Die Zahl der Beschäftigten hat sich damit trotz dem demografischen Wandel deutlich gesteigert. Und außerdem ist die Erwerbsquote der deutschen Bevölkerung ebenso gestiegen. Immer mehr arbeiten sowohl Mann als auch Frau in einer Familie. Auch das wirkt sich natürlich aus. Und dennoch, trotz dieser erwerbstätigen Steigerung, der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen ein Riesenproblem. Die Inflation ist im Dezember deutlich gefallen in Deutschland. Die Prognose für dieses Jahr übrigens zwischen 5,5 und 7,5%. Die Aktienkurse sind nach dieser Meldung deutlich gestiegen. Auch in den USA der ähnliche Effekt, Inflationsrate im Dezember auf 6,5% gefallen und damit ein wiederholtes Mal Monat für Monat mittlerweile fallende Inflationsraten, und das stärkt natürlich die Hoffnung, dass die Notenbanken die Zinsen nicht mehr so deutlich anheben. Entwarnung gibt es auch vom Verband der Gasspeicherbetreiber. Der sieht die Energieversorgung für diesen und auch für nächsten Winter als gesichert und beherrschbar an. Der Grund dafür zum einen die deutlichen Einsparungen bei den Verbrauchern und den Industriebetrieben und zum anderen die relativ warmen Temperaturen. Aktuell sind die Gasspeicher in Deutschland zu über 90% gefüllt. Das ist außergewöhnlich für diese Jahreszeit. Und auch nächsten Winter, so sagt der Verband, sollte eine Befüllung im Sommer davor schützen, dass es im Winter zu einem Mangel kommt. Zu welchem Preis dieses Gas allerdings im Sommer eingekauft werden kann, das steht in den Sternen. Aktuell sind die Gaspreise wieder deutlich niedriger. Das aktuelle Niveau an der Börse TTF beträgt 74 Euro pro Megawattstunde. Der Höhepunkt bei den Preisen lag bei 340 Euro, also ein deutlicher Rückgang. Bayer erhöht die Prognose und traut seiner Pharmasparte deutlich höheres künftiges Wachstum zu. Damit besteht die Hoffnung, dass dieser vom Glyphosat-Skandal geplagte Konzern zumindest in der Pharmasparte die auslaufenden Blockbuster durch neue Nachfolgeprodukte ersetzen kann. Das ist ja ein Problem bei den Pharmaherstellern, dass immer wieder die jahrelang umsatzbringenden Blockbuster irgendwann ihren Patentschutz verlieren und damit die Preise dieser Medikamente enorm unter Druck stehen. Und dann müssen die Pharmakonzerne andere Blockbuster wieder in der Pipeline haben, um diesen Umsatz- und Ertragsausfall zu kompensieren. Und da, sagt Bayer, sieht es relativ gut aus für die Zukunft. Die Aktienkurse sind daraufhin deutlich gestiegen. Dennoch, sagt Bayer, werden die nächsten Jahre schon noch beeinträchtigt werden durch die aktuell auslaufenden Blockbuster-Produkte. Aber langfristig sieht es dann deutlich besser aus. Außerdem haben sich mittlerweile einige Hedgefonds bei Bayer eingekauft, die diesen enorm niedrigen Aktienkurs als günstige Gelegenheit sehen und nehmen Einfluss auf die Bayer-Politik, diesen Aktienkurs möglichst schnell wieder zu befeuern, denn auch in der Agrarsparte hat das Thema Glyphosat mittlerweile an Bedeutung verloren. Die Forderungen dieser Hedgefonds sind unterschiedlich. Die reichen von einem externen Nachfolger für den ausscheidenden CEO Werner Baumann, dessen Vertrag läuft ja im nächsten Jahr aus, bis hin zu einem kompletten
zu einer kompletten Aufspaltung des Konzerns in einen Teil Pharma und den anderen Teil Agrar. Dazwischen liegt auch wieder Forderungen von einigen Hedgefonds die Möglichkeit, die Healthcare-Sparte als Teilverkauf an die Börse zu bringen oder an andere Investoren direkt zu verkaufen. Also, all das befeuert aber an der Börse die Zuversicht, dass der Bayer-Aktienkurs weiter ansteigen könnte. Im Global Risk Report anlässlich des jährlich stattfindenden Weltwirtschaftsforums in Davos wird eine düstere Zukunft prophezeit. Die Globalisierung, die über viele Jahre enorm an Wohlstand gebracht hat und weltweit Wohlstand gesteigert hat, die ist in Stocken geraten und das Rad der Globalisierung wurde deutlich zurückgedreht. Internationale Konflikte sind an die Stelle von Kooperation gekommen. Und das führt natürlich zu Ineffizienzen weltweit, zu wirtschaftlichen Ineffizienzen in der Produktion und damit zu höheren Preisen und in der Folge natürlich ein Wohlstandsverlust die nächsten Jahre, sagt zumindest dieser Global Risk Report. Die ärmsten Länder leiden unter dieser Entwicklung am stärksten, denn außerdem durch den Zinsanstieg ist es diesen Ländern nicht mehr möglich, aufgrund der oft hohen Verschuldung solche Härten abzufedern. Und damit ist die Bevölkerung dieser Entwicklung schutzlos ausgeliefert, so dieser Report. Also aus Sicht dieser vorbereitenden Maßnahmen für dieses Gipfeltreffen in Davos, das in Kürze stattfinden wird, eine spannende Angelegenheit, spannend zu sehen, wie es die weltweit politischen Führer sehen und auch die in der Regel anwesenden großen Konzernchefs. Der staatlich-schwedische Bergbaukonzern LKAB hat in Europa das größte Vorkommen an seltenen Erden entdeckt. Und das ist natürlich eine enorm positive Meldung für Europa, denn diese seltenen Erden, die sind ein kritischer Punkt, wenn es um den Bau von Windrädern geht, beispielsweise um die Produktion von Smartphones, um überhaupt Elektromobilität. Und so werden diese seltenen Erden in vielen Elektronikartikeln benötigt. Und bislang war die Befürchtung, dass 90% der Vorkommen in China weltweit lagern und damit die chinesische Regierung natürlich ein enormes Machtmittel an der Hand hat, um weltweit Einfluss zu nehmen. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass diese seltenen Erden in Schweden auch relativ zeitnah gefördert werden können. Und wenn ich sage zeitnah, dann gehen die Fachleute immer noch von einem Zeitraum zwischen 5 und 10 Jahren aus. Also ganz kurzfristig ist damit keine Lösung in Sicht, aber zumindest mittel- und langfristig. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips und das ist auch gleichzeitig der wichtigste Apple-Zulieferer, TSMC aus Taiwan, hat auch eine düstere Prognose bekannt gegeben. Der Umsatz soll seit 4 Jahren jetzt wieder sinken und ebenso die Erlöse. Diese Warnung hat Bedeutung für die gesamte Chipindustrie, weil TSMC eben als Auftragsfertiger praktisch alle nachgelagerten Halbleiterhersteller beliefert und ja, damit ein deutlicher Angeber, ein deutlicher Signalgeber für die zukünftige Entwicklung ist. Die Nachfrage nach Computern, nach Smartphones, nach Elektronikartikeln, so sagt TSMC, könnte deutlich zurückgehen. So zumindest dessen Prognosen. Erst im zweiten Halbjahr diesen Jahres könnte dann wieder Besserung in Sicht sein. Das war's von mir
von dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Schreiben Sie mir auch in die Kommentare Ihre Meinung zu den Punkten, die ich angesprochen habe. Und wie immer, ich freue mich, wenn Sie mein Video verteilen, liken und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis zur neuen Woche.